es geht in erster Linie um das Aufzeigen von gesellschaftlichen Prozessen, welche in den 80er Jahren begannen. Also die 80er Jahre waren ja ein Jahrzehnt, welches durch die Verbreitung des Internets, durch Öffnung der Handelsschranken sich enorm beschleunigt haben. Und genau in dieser Zeit handelt die Geschichte des Viktors, des Protagonisten, der versucht, genau mit diesem Tempo zurechtzukommen. Also die sind alle in so einem Sog, von ich kann nicht anders, ich muss das machen. Und es wird immer schneller und schneller und schneller. Und teilweise wird einem dann der Boden unter den Füßen weggerissen. Und das kriege ich mit in meinem Umfeld. Und deswegen ist diese Rolle eigentlich auch relativ leicht nachvollziehbar für mich. Ich muss Stilmittel finden, sowohl in der Bewegung, auch in der Musikauswahl, in der ganzen Setgestaltung, im Bühnenbild, welches quasi auseinanderbricht, ein Raum, der aus dem Lot ist. Und dann natürlich so sensibel an das Thema herangehen, auch in der Erarbeitung mit den Tänzern, dass die Tänzer für sich auch mental einen Weg finden, um damit umzugehen. Ich muss wahnsinnig aufpassen, dass mich dieses Stück nicht auffrisst, weil das so eine harte Geschichte ist, die dieser Viktor da durchmacht. Und man muss sich mit der Rolle auseinandersetzen, man muss sich da reinfühlen, auch wenn es Tanz ist und nicht Schauspiel. Und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor dieser psychischen Anspannung. Ich finde, jeder hat so ein gewisses Repertoire an Eigenschaften. Und je nachdem, wie man geprägt ist, ist die eine Sache stärker, die andere Sache schwächer. Und für mich war es eigentlich mehr so, dass die Aufgabe, dieses Verrückte, dieses ein bisschen Schizophrene zu finden in mir. Ich habe angefangen, die Schritte zu verstehen, die Dynamiken. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dieses Gefühl zu finden in mir und das dann immer so ein bisschen weiter rauszukitzeln. Je weiter, desto besser. Was ich interessant fand, dass dieser psychische Schmerz, den Viktor verspüren muss, im Tanz durch den körperlichen Schmerz wiedergespiegelt wird. Die sind so physisch extreme Sachen, die wir da auf der Bühne machen. Die müssen richtig wehtun. Und dieser psychische Schmerz, den Viktor hat, den spüre ich nur körperlich. Der Song Haifisch gab den Ausschlag von Rammstein. Es gibt auch noch einige andere Songs von Rammstein, weil für mich diese Musik A, eine sehr starke Poesie hat, aber auch eine Härte, die glaube ich, genau benötigt wird, um das Thema voranzutreiben. Ich habe aber auch Musik von Laurie Anderson drin und Johnny Cash, auch klassische Musik von Franz Xaver Ignaz Bieber. Also es ist dieser Mix, der das eigentlich ausmacht. Also das ist natürlich für unsere Zeit eine ganz, eine viel einfachere Art, viel spielerischer mit der Musik umzugehen. Man ist halt schon sehr viel freier. Es gibt nicht mehr diese krassen Grenzen wie im klassischen Tanz. Moderner Tanz ist sowieso viel freier, viel fordernder auch für den Tänzer. Und deswegen ist diese Musik viel natürlicher. Also für mich viel natürlicher als alles Klassische, was man mir vorsetzen kann, obwohl das auch super sein kann. Ne? Aber ich finde gerade diese Thematik, die er da gewählt hat mit den Amokläufen, die braucht sowas. Die braucht Rammstein, die braucht Depeche Mode, die braucht
Kraft, Energie, modern, weil das ist auch, sag ich mal, ein Thema, was heutzutage ist. Es ist nicht irgendwie zur Zeit Mozart gewesen, sondern es ist heutzutage. Heutzutage gehen die Leute los, die sich ja von der Gesellschaft nicht akzeptiert fühlen, so ein bisschen ausgeschlossen. Das kriegt man meistens gar nicht mit. Und gerade deswegen sollte man auch moderne Musik nehmen, weil die Leute sind jung und das ist ein junges Thema. Und von daher ist die Musik absolut richtig gewählt. Stark, extrem, aber auch furchtbar sanft, wenn es sein soll. Is behind that curtain. Wenn wir durch die Straßen gehen, dann sehen wir oft in Gesichter, die ganz normal aussehen. Ja? Wenn man da aber ein bisschen an der Fassade kratzt, da merkt man, naja, da stimmt irgendetwas nicht. Ich glaube, wenn Menschen isoliert sind, ohne dass man es sieht, es sind ja oft die Menschen, die so, der liebe Junge von nebenan oder das liebe Mädel, man sieht es nicht auf den ersten Blick. Also es ist nach außen hin, alles okay, alles klasse. Aber so wie ich ein bisschen hinter die Fassade gucke, merkt man, da gibt es Risse. Und ja, das ist eben die Poesie, die in diesem Text auch steckt. Es ist das Raubtier, was im Wasser lebt und weint. Und man sieht nicht, dass es weint. You are someone.